Willkommen zur Hessenschau heute an diesem Dienstag, der für den Flughafen Frankfurt-Hahn wirklich kein guter war. Denn der Airport im Hunsrück hat heute Insolvenz angemeldet. Und wir haben einen ganz besonderen Mann in der Sendung, den Astronauten Charles Duke. Er ist einer von 12 Menschen, die auf dem Mond waren. Mit uns hat er über seinen Ausflug gesprochen. Ja, wir schauen aber erstmal nach Frankfurt. Da ist heute die Buchmesse losgegangen. Ja, und darüber freuen sich natürlich viele, denn dieses Jahr ist endlich auch wieder Publikum erlaubt. Das heißt, Besucherinnen und Besucher dürfen hingehen und übers Messegelände schlendern, sich Lesungen anhören und neue Bücher entdecken. Also ein besonderer Tag, und dem Chef der Buchmesse hat's da fast die Sprache verschlagen. Danke. Ihre einzigartige Perspektive und Ihre Geschichte nach Frankfurt. Es ist erster Tag und ich verliere meine Stimme. Es ist ganz schlimm. Die vergangenen Wochen und Monate waren hart für den Buchmessedirektor Jürgen Boos. Kein Wunder, dass da auch schon mal die Stimme versagt. Vor der Festhalle wird am Morgen noch gewerkelt. Drinnen startet die Buchmesse schon mit der ersten Pressekonferenz. Wir sind alle ziemlich aufgeregt hier über die Kolleginnen von der Buchmesse. Auch die Verleger, keiner kann sich das so richtig vorstellen, wie wird das aussehen. Letztes Jahr nur digital, jetzt physisch hier, Menschen aus 80 Ländern hier. Wir sind alle super aufgeregt. 2000 Aussteller aus 80 Ländern, das ist schon was. Gastland in diesem Jahr ist Kanada, das am Morgen auch seinen Ausstellungspavillon vorstellte. Die Form dieser Wellen und Hügel sei inspiriert von Papier, das aus einer Druckmaschine quillt, so der Designer. Man wolle damit die Verbundenheit zur Kultur darstellen. Und an Kultur hat das amerikanische Land ja einiges zu bieten. International bekannte Autoren wie Margaret Atwood und viele Bücher, die es mittlerweile auch auf Deutsch gibt. Wir hoffen wirklich, dass wir die Menschen so beeindrucken können, dass sie Kanada kennenlernen wollen und neue Dinge entdecken. Dafür hat Kanada auch einiges an Prominenz aufgefahren. Die offizielle Eröffnung vor gut 2 Stunden übernahm unter anderem die Generalgouverneurin von Kanada, ihre Exzellenz Mary May Simon, die extra dafür angereist war. We are a multicultural nation. Wir sind eine multikulturelle Nation. Das ist nicht nur ein Fakt, das ist Teil unserer Identität. Dieser Geist wird lebendig in der kanadischen Literatur, die überquillt vor neuen Stimmen, vor neuen, einzigartigen Perspektiven, die alle Teil des diversen Hintergrunds von Kanada sind. Das ist unsere singuläre Pluralität und wir wollen sie mit Ihnen und dem Rest der Welt teilen. And with the rest of the world. Doch so ganz Friede, Freude, Eierkuchen war heute nicht alles. Die Buchmesse musste erneut Kritik einstecken, weil sie auch in diesem Jahr rechte Verlage als Aussteller erlaubt. Deshalb hatte gestern die Autorin Jasmina Kuhnke ihren Auftritt auf der Messe abgesagt. Aus Angst vor rechtsextremen Angriffen. Auf ihren Social-Media-Accounts erklärte sie, dass ihr als schwarze Frau nur das Mittel des Boykotts bleibe, um sich selbst zu schützen. Der Direktor der Buchmesse pocht auf die Meinungsfreiheit. Wir müssen leider auch Meinungen oder die Präsenz von Menschen aushalten, die ich nicht unbedingt gerne hier hätte. Aber die Buchmesse steht für diesen möglichst offenen Diskurs. Und alles, was hier von den deutschen Gesetzen gedeckt ist, diese Inhalte werden Sie auch auf dieser Buchmesse finden. Dieses Thema wird nie weggehen. Doch die Buchmesse wird sich auch in Zukunft dieser Debatte wohl immer stärker stellen müssen. Back to Business heißt eben auch in diesem Jahr nicht Back to Normal. Das trifft auch auf die Besucherzahlen zu. Während 2019 noch mehr als 300.000 Menschen auf das Gelände strömten, dürfen 2021 maximal 25.000 Gäste pro Tag kommen. Maskenpflicht inklusive. Ja, und mir ist jetzt die Sprecherin der Buchmesse, Katrin Grün, zugeschaltet, die gerade im kanadischen Pavillon steht. Frau Grün, vor 2,5 Stunden wurde die Messe eröffnet, gerade eben der Pavillon des Gastlandes Kanada. Ja, wie war denn die Eröffnungsfeier für Sie? Das muss doch was ganz Besonderes gewesen sein, nachdem die Buchmesse im vergangenen Jahr ja eher in einer abgespeckten Version stattgefunden hat.
Ja, die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse ist natürlich immer ein ganz, ganz erhebender Moment für uns, die wir ein ganzes Jahr lang eigentlich daran arbeiten und mit den Ausstellern und mit Medienpartnern ein großes Programm zusammenstellen. Und wenn dann einfach dieser Moment da ist und die Buchmesse eröffnet wird, dann ist es, fühlt sich das einfach ganz toll an. Und da sehen wir einfach auch die Früchte unserer Arbeit. Jetzt war ja lange gar nicht klar, ob Publikum überhaupt zugelassen ist. Jetzt haben wir es auch eben im Beitrag gehört, 25.000 pro Tag. Was hat das denn eigentlich auch für die Planung bedeutet? Sie müssten ja dann auch ein Hygienekonzept auch beachten und immer so einen Plan B auch in der Hinterhand haben, oder? Wie ist das denn bei der Planung? Ja, also die Planung war natürlich in diesem Jahr nochmal sehr komplex, weil wir einfach nicht genau wussten, wie sich das mit der Impfentwicklung weltweit weiterentwickeln würde. Es gibt einfach eine große Planungsunsicherheit. Und bei Ausstellern von 80 Ländern muss man das natürlich auch alles einkalkulieren. Und insofern ist dieser Planungsprozess in diesem Jahr schon sehr dynamisch und sehr beratungsintensiv auch gewesen für uns und die Kunden. Und das ist aber einfach toll, dass wir jetzt trotzdem diese 2000 Aussteller aus über 80 Ländern, dass die jetzt in den nächsten Tagen hier in Frankfurt sein werden und ihre Geschichten hier erzählen werden. Also das hat alles gut geklappt, wie ich das jetzt rausgehört habe. Ja, also im vergangenen Jahr war ja alles virtuell, dieses Jahr mit Publikum. Die Buchmesse ist ja die größte und bedeutendste Messe hier in Frankfurt. Was bedeutet das denn jetzt auch gerade in dieser Zeit für den Messestandort Frankfurt? Ja, mit der Frankfurter Buchmesse ist einfach eine internationale Veranstaltung von Weltrang in der Stadt, die die Aussteller wirklich aus der ganzen Welt hierher bringt. Das ist natürlich auch wirtschaftlich ein wichtiger Faktor und man merkt es natürlich auch in einem Jahr, wo sowas wegfällt, dass es da den Hotels und den Gastronomen und so weiter, dass es einfach für die auch schwierig ist. Frau Grün, also dass sich da auch viel verändert hat in der Branche. Mhm. Ja, also die sind natürlich auch glücklich, dass es jetzt wieder stattfindet. Jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss. Am Wochenende dürfen ja auch wirklich alle Besucher hingehen. Worauf müssen die denn achten, wenn sie zur Messe gehen? Genau, das Buchmessenwochenende beginnt in diesem Jahr schon am Freitag um 14 Uhr. Da können schon Besucher auf das Messegelände kommen und sie können auch da schon Bücher kaufen bei den ausstellenden Verlagen. Und es ist natürlich so, dass man auch an den Eingängen, wir haben zwei Eingänge auf das Gelände, dass man da einfach ein bisschen Zeit mitbringen soll. Es wird nach 3G kontrolliert. Also man muss einfach ein bisschen Zeit mitbringen. Also. Aber es wird auch, glaube ich, sehr professionell abgefertigt. Ja, also auf jeden Fall Zeit mitbringen, das ist ganz wichtig. Katrin Grün, Sprecherin der Buchmesse in Frankfurt. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, und bei uns in Hessen suchen wieder mehr Menschen Asyl. Marcel mit den Nachrichten. Im Moment leben in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes insgesamt rund 5.500 Asylsuchende. Vor 3 Monaten waren es 4.800 und vor einem Jahr rund 3.300 Menschen, haben Verantwortliche des Sozialministeriums jetzt gesagt. Deswegen sollen weitere Plätze in den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen geschaffen werden. Aufgenommen hat Hessen in diesem Jahr bisher mehr als 7.800 Menschen und die meisten kommen aus Afghanistan, Syrien und aus der Türkei. Ja, wenn Sie heute Morgen auf der A5 bei Alsfeld im Stau gestanden haben, dann sehen Sie jetzt warum. Da hat es einen schweren Unfall gegeben. Dabei ist ein 46 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei ist er zwischen den Anschlussstellen Alsfeld Ost und dem Hattenbacher Dreieck auf einen bremsenden Laster aufgefahren und dabei tödlich verletzt worden. Dem Fahrer des Lasters ist nichts passiert. Die Unfallursache wird jetzt ermittelt. Wegen des Unfalls musste die A5 Richtung Norden gesperrt werden. Ja, auch wenn es so ein bisschen stiller geworden ist um den Ausbau der A49 in Mittelhessen, gestritten wird immer noch und das auch heftig. Heute hat der Streit das Amtsgericht Alsfeld beschäftigt. Ein Landwirt ist dort mit seiner Klage gescheitert. Landwirt Reinhard Wefer wollte vor dem Landgericht Alsfeld eine einstweilige Verfügung erwirken und damit erzwingen, dass Baumaschinen nicht mehr auf seinem gepachteten Gelände stehen dürfen. Hier wird ein Brückenpfeiler der A49 gebaut. Ich bin existenziell von Fläche abhängig und kann die nicht einfach so ersetzen. Und keiner kommt und gibt mir plötzlich Fläche zur Weiterbewirtschaftung. Der Biolandwirt stellt hier Heu her für seine Tiere. Ihm gehört die Wiese aber nicht. Besitzer ist der Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke. Und Reinhard Wefer ist ein Unterpächter. Er hat das Stück Land von dem eigentlichen Pächter, einem anderen Landwirt, übernommen.
ich bin letztendlich der Besitzer, weil ich die gepachtet habe. Und damit gehen die Rechte auf mich über. Doch daran hatte der Richter Zweifel und weist die einstweilige Verfügung zurück. Nicht zuletzt, weil dem Antrag die für Eilverfahren notwendige Dringlichkeit fehle. Der Bau geht weiter, der Brückenpfeiler kommt und Reinhard Wefer darf die Wiese nicht mehr bewirtschaften. Frankfurt-Hahn war mal das deutsche Drehkreuz für den Billigflieger Ryanair. Auch viele Menschen aus Hessen haben den Flughafen genutzt. Aber mittlerweile läuft es nicht mehr so rund. Und heute dann die Meldung, der Flughafen, der auch anteilig dem Land Hessen gehört, ist pleite, hat Insolvenz angemeldet. Die Nachrichten verkünden es mit eindeutigen Schlagzeilen. Nachdem die chinesische Konzernmutter HNA zahlungsunfähig ist, muss jetzt auch die deutsche Tochter, die Frankfurt-Hahn GmbH, Insolvenz anmelden. In Wiesbaden sorgt diese Neuigkeit am Nachmittag für Unruhe. Denn das Land Hessen ist an dem Regionalflughafen mit 17,5% beteiligt. Die Insolvenz, die Pleite dieses Flughafens ist mindestens mal für mehrere hundert Beschäftigte in der Region ein ganz, ganz herber Schlag. Und weil das Land eben noch Mitgesellschafter ist, muss das Land jetzt darauf drängen, dass es eine Lösung für die Kolleginnen und Kollegen gibt, dass es einen Sozialplan gibt und dass da eine Perspektive aufgebaut wird. Die Kernfrage ist, wurde mit dem Anteil, den Hessen hat, sorgsam umgegangen? Haben wir den bestmöglichen Zeitpunkt zu verkaufen verschlafen? Warum hat man damals nur gesagt, das mit den Chinesen machen wir nicht? Warum hat man nicht weitergemacht? Ja, vielleicht hätten wir 2-3 Millionen jetzt in der Kasse. Kann man alles nicht sagen. Stattdessen kam der Dämmerschlaf. Ob der Dämmerschlaf jetzt auch noch Geld kostet, das muss Herr Boddenberg beantworten. Der hessische Finanzminister gibt heute kein Statement vor der Kamera ab. Aus seinem Ministerium heißt es nur, dass die konkreten Folgen jetzt überprüft würden. Die Konsequenzen beschäftigen auch Harald Rosenbaum, den Bürgermeister von Kirchberg, zu der der Regionalflughafen gehört. Denn der Flughafen sei der wichtigste Jobmotor der Region. Wir hatten ja eigentlich gedacht, die Probleme sind gelöst mit dem neuen Investor vor 4 Jahren. Und jetzt erleben wir das im Grunde genommen, dieses, sag ich mal, zurück zum 4. Mal oder zum 3. Mal. Ja, in all den Jahren. Und irgendwann muss es mal gut sein. Ich hoffe jetzt, dass wir eine Lösung finden, die auch in Zukunft tragfähig ist. Vielleicht muss man mal nach regionalen Lösungen suchen, dass regionale Investoren oder eine Investorengruppe sich des Flughafens annimmt. Die Geschichte von Frankfurt-Hahn, sie beginnt als Militärflughafen der Besatzungsmächte. Erhöhte Aufmerksamkeit aus Hessen erhielt er erst so richtig 2005. Damals wurde das Land Hessen Anteilseigner, neben Rheinland-Pfalz und der Fraport. Doch der Airport war nie ein Überflieger, im Gegenteil. Er entpuppte sich eher als lahme Ente und das trotz des Billigfliegers Ryanair. Insgesamt krankte der Flughafen immer an zu wenigen Passagieren und Frachtflügen. Wie und ob es mit dem Regionalflughafen weitergeht, das wird jetzt wohl von allen Beteiligten diskutiert. Der Flugbetrieb, heißt es heute, werde erstmal aufrechterhalten. Einmal auf den Mond fliegen, davon träumen viele Astronauten. Bisher haben es aber nur 12 geschafft und nur 4 von ihnen leben noch. Einer ist Charles Duke. Er ist vor fast 50 Jahren mit der Apollo 16 auf dem Mond gewesen und gestern Abend auf Einladung eines Vereins in Baunatal. Da haben wir den Moonwalker getroffen, der mit uns über dieses ganz besondere Erlebnis gesprochen hat. Charles Duke, 86 Jahre alt. An die Mondmission im April 1972 erinnert er sich. Als wäre es gestern gewesen. Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. Liftoff. Was wirklich aufregend war, dass es so vibrierte, von einer Seite zur anderen. Da war ich dann doch etwas nervös. Wie hoch mein Puls war, als wir die Startrampe verließen? Mein Arzt sagte, du warst aufgeregt. Ich sagte, ich weiß, aber wie hoch war meine Herzfrequenz? 140, also mein Herz klopfte wirklich. Fast 3 Tage verbringt Duke mit seinem Astronautenkollegen John Young auf dem Erdtrabanten.
Es war ein Abenteuer, auf dem Mond zu stehen. Eine spirituelle oder philosophische Wirkung auf mich hatte das nicht. Wir waren zu beschäftigt. Ein großes Abenteuer war es und auch Spaß. Immerhin waren Young und Hugh ganz fortschrittlich unterwegs mit einem Elektroauto, dem Moon Rover. Jeder fragt mich, wie war es, Auto zu fahren auf dem Mond? Tja, kann ich Ihnen nicht sagen. Mein Commander hat mich nie fahren lassen. Er fuhr. Das war sein Job. Meine Aufgabe war es, mit den Karten auf dem Schoß uns über den Mond zu navigieren. Eine echt spannende Erfahrung. Mit dem Spaß auf dem Mond hat es Charles Duke allerdings beinahe übertrieben. Wollten sich die Astronauten doch im Olympiajahr von München auch auf dem Mond sportlich beweisen. Als wir Hochsprung machen wollten, auf dem Mond wiege ich ja nur etwa 25 Kilo, springe ich also heftig ab, da zieht mich mein Lebenserhaltungssystem nach hinten, sodass ich auf den Rücken falle. Wenn ich auf diesem Rucksack falsch gelandet wäre, dann wäre ich tot gewesen. Ich ruderte nach rechts, konnte mich etwas abfangen, landete auf dem Rücken und mein Herz klopfte. Ich lebe noch, höre die Sauerstoffpumpen laufen und der Druck ist okay. Mein Commander kam rüber, sah auf mich herab und sagte, das war nicht sehr schlau, Charlie. Und was hält der Astronautenveteran vom Weltraumtourismus? Kann der Blick von außen auf die Erde etwas bewirken? Sie sehen keine Ländergrenzen, sie sehen keine verschiedenen Rassen und sie erkennen, dass wir hier unten auf dem Planeten Erde alle eins sind. Wenn wir das akzeptieren, ich denke, es wird unsere Einstellung ändern, wie wir auf unsere Mitmenschen blicken. Sagt Charles Duke, der Mann, der vor fast 50 Jahren auf dem Mond war. In den Nachrichten schaut Marcel jetzt mit uns auf einen ganz besonderen Festakt. Ja, die Stadt Frankfurt hat an die erste Massendeportation von Jüdinnen und Juden vor 80 Jahren erinnert. Der 19. Oktober ist ein offizieller Gedenktag der Stadt. In der Paulskirche wurde an die 1100 Frankfurter Jüdinnen und Juden gedacht, die von den Nazis aus ihren Wohnungen verschleppt und zur Großmarkthalle getrieben wurden. Von hier aus wurden sie in das Ghetto Litzmannstadt im besetzten Polen deportiert. Daran erinnert die Gedenkstätte an der Europäischen Zentralbank. Für Opel ist der sogenannte Dieselskandal beendet. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat uns, also dem HR, bestätigt, dass Opel das Bußgeld in Höhe von 65 Millionen Euro bezahlt hat und so einen Prozess vermeidet. Opel selbst hat Fehler bei den Dokumentationspflichten eingeräumt. Mehrere Dieselmodelle haben ja deutlich mehr Schadstoffe ausgestoßen als angegeben. Ja, und das ist eine gute Nachricht für ganz viele von uns, zum Beispiel, weil Arbeitsplätze dranhängen. Hessens Wirtschaft erholt sich weiter von den Folgen der Corona-Pandemie. Das zeigt eine Umfrage des Hessischen Industrie- und Handelskammertags. Wirtschaftliche Risiken gibt es danach trotzdem, unter anderem durch den Mangel an Fachkräften und die hohen Preise für Energie und Rohstoffe. Und das waren die Nachrichten. Und Hülya übernimmt wieder. Dankeschön, Marcel. Ja, was Denise Uwimana Reinhardt aus Kassel erlebt hat, ist wirklich richtig schlimm. Sie hat den Völkermord in Ruanda miterlebt, bei dem Menschen brutal getötet wurden. Sie selbst war damals 29 Jahre alt, schwanger und gehörte zu den verfolgten Tutsi. Denise ist in dieser Zeit durch die Hölle gegangen. Ja, und heute hilft sie anderen bei deren Trauma. Wir werden uns im Himmel treffen. Ich habe auch gesagt, ich war bereit zu sterben. Das war am 16. April 1994 im Genozid an die Tutsi. Der Tag hat mein ganzes Leben verändert. Mein Mann wurde ermordet. Fast meine ganze Familie wurde ermordet. Ich war hochschwanger. Ich habe niemals gerechnet, dass ich mit meinen zwei Kindern Leben überleben kann, auch mein dritter Sohn, der noch während des Genozids geboren wurde. Die Milizen waren hinter von meinem Haus. Sie haben die Tür
angefangen zu zerstören. Sie haben mit ihren Waffen alles kaputt gemacht und sie konnte direkt ins Haus kommen. Erst sie verlangt mir Geld. Ich bin in mein Schlafzimmer gegangen und ich habe meine Cousine schon am Boden gefunden. Sie war schon getötet oder halb getötet. Und dann ich habe das Geld genommen, ich habe die Milizen gegeben. Und ein hat das Geld genommen, hat an andere Milizen verteilt. Und eine Milizin sagt, nein, warum wollt ihr nicht diese Tutsi-Frau umbringen? Er hob sein Schwert, er wollte mich töten. Und ein anderer Mann hielt seine Hand zurück, lasse sie. Und sie sind weggegangen, um andere Tutsi zu töten. Aber das war nur erst Attack. In 100 Tagen, weil jeden Tag war ich vor dem Tod konfrontiert. Und in diesem Abend habe ich mein Baby zur Welt gebracht. Tief traumatisiert und ich habe oft auf meine Haut angefangen zu wissen, ob ich noch lebe. Innerlich, ich habe überhaupt keine Gefühle, ne? Mein Gefühl war wie tot. Ich habe einen Schritt schon gemacht, um diesem Mörder zu begegnen. Mit ihnen zu sprechen, das Thema, warum? Keiner hat von euch oder von ihnen gewagt, mich zu treffen. Ihr habt alles böse an uns getan. Und wir sind zu das Thema Vergebung gekommen. Ich habe ihnen vergeben, habe ich meine Angst verloren. Und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte tun, weil ich wollte ihnen immer tun, etwas anderes helfen. Und so habe ich langsam angefangen, ne, zu helfen. Ein Hausbesuch in die Hause von den Witwen. Ich bin gegangen, ich habe mich gesessen, ich habe gehört. Mein Wunsch war schon, dass wir einen Verein gründen können, um wirklich Menschen in Ruanda zu unterstützen, die noch an Traumata des Genozids auch noch leiden. Wir helfen die Witwen, ihre Wiedergabe zu entdecken und wieder zu aktivieren, dass sie wieder auch arbeiten können. Wir geben ihnen zum Beispiel Krankenversicherung, dass sie wieder Behandlung bekommen ohne Schwierigkeit. Wir helfen, die Kinder Schulmaterial zu geben, in Uniform zu geben. Konsole ist eine junge Frau, die während des Genozids als Kind an ihrem Arm abgehaftet wurde. Und sie wünschte sich eine myoelektrische Prothese. Sie spielte Taekwondo und wenn die Leute sich beteiligen können, würde für sie eine so gute Unterstützung, weil das ist ein ganzes Leben Wunsch. Ich weiß, was bedeutet, wenn man nicht mehr lachen kann. Das bedeutet, man hat einen Grund. Vielleicht man ist nicht in Krieg, aber man ist einsam, hat andere Probleme. Aber ich möchte einfach Hoffnung geben, dass es gibt immer Hoffnung, dass die Sache kann sich zum Positiv ändern. Und wenn man zum Positiv kommt, man muss auch weiter anderen Menschen das schenken. Rangeleien auf dem Pausenhof, ein dummer Spruch auf dem Schulweg. Ja, das sind keine schönen Situationen, aber das erleben viele Mädchen und Jungen. Tja, wie reagiert man oder wie verteidigt man sich, wenn sowas passiert? Ja, das wissen viele gar nicht. Doch genau das lernen Mädchen in einem Kurs in Waldeck-Frankenberg. Fass mich nie wieder in deinem ganzen Leben an.
Diese Mädels lernen heute, klare Grenzen zu ziehen. Gerade mal zwischen 7 und 10 Jahren alt, aber schon mit voller Power dabei. Sie sind aus dem ganzen Kreis Waldeck-Frankenberg gekommen. Mit dabei ist auch Lina. Ihre Freundin hat sie überzeugt mitzumachen und schon jetzt hat sie etwas Neues über sich gelernt. Man merkt da auch, wie viel Kraft man eigentlich hat. Ja. Mit Yvonne Pixer trainieren sie und die anderen Mädchen 2 Tage lang, sich selbst zu behaupten. Fass mich nicht an! Also wenn jemand zu nahe kommt, dass sie einfach sagen dürfen, ich möchte das nicht und das ist meine Grenze und die ziehe ich hier. Ja. Fass mich nicht an! Ganz viel passiert ja vor der körperlichen Auseinandersetzung und das ist eigentlich schon wichtig und da kann man eigentlich nicht früh genug mit anfangen, also die Mädchen und Kinder stark zu machen. Stark machen für unangenehme Situationen im Alltag, ob in der Schule oder bei Begegnungen mit Fremden. Ich habe gesagt, du sollst ihn hergeben, los. Nein, das ist mein Pony. Halt, stopp. Genau, ein bisschen höher. Ja. Man kann ihn halt dann noch ein bisschen schlagen trainieren, weil bei uns in der Klasse gibt es auch einen Junge, der kloppt sich immer gern. Und ich sitze zwischen den beiden, die sich immer kloppen. Da werde ich immer mit reingezogen. Ich wurde schon mal von einem Taxifahrer an der Bushaltestelle angesprochen. Und deswegen finde ich es einfach besser, wenn man weiß, wie man damit umgehen sollte. Ich finde es halt einfach auch gut, denn man weiß nie, wann es passieren wird, dass man dann halt einfach drauf vorbereitet ist. Gut vorbereitet sein, das können übrigens auch Jungs in solchen Kursen lernen. Noemi Kunze vom Kreis organisiert das Ganze. Für sie ist es wichtig, dass sich die Kinder im Kurs sicher fühlen. Teilweise gibt es natürlich auch mal, sage ich, kritische Situationen, wo Mädels auch mal von ihren Erfahrungen erzählen. Und da wäre es ja blöd, wenn die Jungs auch mit dabei sind. Deswegen machen wir auch ganz, ganz bewusst, dass wir die Jungs und die Mädels getrennt haben. Gib mir mal deinen Pulli. Nein. Wie nein? Gib den her, ich finde den schön. Stopp, bleib stehen. Bis die Mädels echte Profis sind, dauert es auch bei Lina vielleicht noch etwas. Ich denke schon, dass ich da so einen Schutz habe um mich, wenn ich meine Hände auch einsetze. Aber nach diesen 2 Tagen können sie schon etwas sehr Wichtiges für sich einstehen. Gut, okay, gut. Ja, das machen die Mädels schon ganz gut. Laura Di Salvo, die hat jetzt noch das Wetter und Marcel, der weiß, wann es nochmal Nachrichten gibt. 22.15 Uhr heute Abend, die Spätausgabe der Hessenschau. Danke Tschüss. Fürs Zusehen. Tschüss. Bin ich ins Wort gefallen? Ich dachte, du sagst nichts mehr.